Moin Leute, ihr seht mich mal wieder im Feldmeierhaus und neben mir steht jemand, den ihr vielleicht auch schon kennt. Hi. Unser Gerber Christopher Tramm. Christopher ist extra aus Ziegendorf zu uns gekommen, um mit uns heute ein Video zu drehen, wie man ein Stück Raubwild richtig abbalgt. Und du hast freundlicherweise einen Waschbären mitgebracht. Ich habe versucht, selber einen zu kriegen für dieses Video und hat nicht geklappt. Aber es hat ja noch geklappt, dass du einen mitbringen konntest. Genau, ich konnte einen strecken. Genau, Weidmanns Heil an der Stelle. Weidmanns Dank. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht groß drum rum, sondern du zeigst jetzt einfach, wie man ein Stück Raubwild, in diesem Fall einen Waschbären, perfekt abbalgt. Genau, das zeige ich euch jetzt. Gut, als erstes fangen wir vorne mit den Vorderläufen an. Die schneiden wir vom Ballen auf bis zum Brustkorb. Ungefähr so. Dann machen wir das hinten genauso. Das schneiden wir vom Ballen bis zum Weitloch. Über die Ferse hinüber. Am Innenschenkel entlang. Wie gesagt, genau bis zum Weitloch. So, und dann drehen wir ihn um und machen das mit der rechten Körperseite genauso. Das heißt, wieder vom Bein an der Unterseite entlang bis zum Brustkorb. Wichtig ist immer scharfe Messer. Dann geht das wieder weiter. Hinten am Hinterlauf über die Ferse. Bis zum Weitloch. So. Dann schneidet man hier einmal ums Weitloch herum. Ich habe da mehrere verschiedene Messer für. Waschbär ist wahnsinnig feist, wahnsinnig fettig. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht in die Haut schneidet, weil Löcher in der Haut sind uncool. Das dauert am Anfang ein bisschen, mit der Zeit wird man schneller. Wir haben hier einen starken Rüden, hier ist der Penisknochen, den kann man abschneiden, abschärfen. Immer aufpassen, wo man lang schneidet, zweimal überlegen. Wenn die Hoden noch dran sind an der Haut, ist das nicht so schlimm. Die schneiden wir später ab. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt muss man hier an den Läufen aufpassen. Da muss man ein bisschen langsamer arbeiten. Immer schön zwischen Knochen und Haut bleiben. Immer schön mit dem Messer arbeiten. Wenn das am Anfang ein bisschen länger dauert, ist das nicht so schlimm. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, jetzt sehen wir, ist das Hinterbein fast lose. Jetzt kann man hier noch ein bisschen bis zum Schwanzansatz schneiden. So, wenn wir das haben, drehen wir unseren Waschbären wieder um, machen das jetzt mit der anderen Körperseite. Immer schön aufpassen, wo man schneidet. Wichtig sind scharfe Messer. Notfalls das Messer nochmal zwischendurch stehlen oder wetzen in manchen Regionen. Hier an der Ferse, an den Hacken, sitzt die Haut sehr fest drauf. Da muss man denn ziehen und schneiden. Wenn man ein Stückchen gemacht hat, das ist jetzt ein starker Waschbärrüde, der ist natürlich auch noch zäh. Aber manchmal hat man auch das Glück, dass man mit der Hand durchstoßen kann. Und dann einfach, wie hier, zieht mit Kraft natürlich. Seht ihr, ich habe keine Kraft. Dann einfach nochmal das Messer nehmen und schneiden.
Der ist wahnsinnig zäh. Der will nicht. Das heißt, schneiden. Ich hoffe, ihr seht das. So. So, ich habe hier bei den Reimanns im Feldmeierhaus mal ein bisschen provisorisch was gebaut. So habe ich nämlich immer eine Hand frei und kann jetzt die Zehen, die Krallen ordentlich auslösen. Weil das alles sehr schmierig ist, habe ich mir was von zu Hause mitgebracht. Ganz normale Buchenspäne. Einfach so ein bisschen als Griffmittel. Benutzt da bitte keinen Sand, weil den kriege ich immer schlecht wieder vom Fell runter und macht meine Messer stumpf. Man schneidet jetzt immer wieder an den Knochen entlang. So, Waschbär hat 15. Eins, hier ist die erste. Eins, zwei. Na, wir müssen ein bisschen schneiden. 3. Vier. Und die fünfte Zehe. So haben wir alles ordentlich ausgekrallt. Es ist kein Knochen mehr drin. So, das machen wir auf der anderen Seite genauso. Das heißt, immer schön straff ziehen. Und hier zum Beispiel, hier ist die Haut, das sieht man immer, das ist so ein bisschen bläulich. Hier ist diese weiße Silberhaut und hier ist der Knochen. Und immer dazwischen bleiben. Dann passiert auch nichts. Und immer wenn man nicht mehr ziehen kann, schneiden. Da sind sehr viele Sehnen. Wichtig sind halt immer scharfe Messer. So, das war die erste. Zweite. Nummer 3, 4 und 5. So sind die alle vernünftig ausgelöst. Gerold, du machst den nächsten. Wie gesagt, zum Schneiden habe ich immer ein etwas längeres Messer. Also lang, was sind das? 6, 7 cm. So habe ich immer alles im Blick, kann immer aufpassen, wo ich schneide und schneide keine Löcher rein. Ist bei meinem Waschbären jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich Kundenware habe, gibt das meistens Ärger, wenn ich Löcher reingemacht habe. Jetzt kommt das eigentliche Abziehen. Dazu hake ich den Waschbären hinten in der Achillessehne in den Fleischerhaken. Der wird natürlich nicht mehr fürs Fleisch benutzt. Na, er will nicht. Und kann ihn jetzt immer auf Zug halten. So. Wichtig ist, einmal hier ringsrum um das Weitloch schneiden. Das wollen wir nicht am Fell haben. Und immer aufpassen, Waschbär ist wahnsinnig feist, dass man nicht wirklich die Haut sieht. Mit der Zeit kommt das und dann weiß man ungefähr, wo man schneiden muss oder sollte. So, Waschbär hat den Nachteil, man kann ihn nicht so wie beim Fuchs die Lunte rausziehen. Man muss beim Waschbären die Lunte ungefähr 2/3 aufschneiden. Ansonsten würde das letzte Drittel der Waschbärlunte stecken bleiben. Dazu nehmen wir das Messer. Wichtig ist, kein spitzes Messer, sonst würde man das vielleicht zerstechen. Man geht hier zwischen der Haut und dem Knochen einfach nach oben weg. Ein bisschen mit Gefühl. Klappt nicht immer.
dass das ungefähr so aussieht. Das Messer ist nicht das Richtige, wir nehmen mal ein bisschen schärferes. Dann sieht das ungefähr so aus. Seht ihr das? Zu Hause klappt das natürlich in einem Rutsch. Hier bin ich natürlich selber ein bisschen nervös, weil ich das natürlich nicht so oft vor der Kamera mache. Damit man das besser rausziehen kann, geht man jetzt links und rechts neben dem Knochen entlang und schneidet den Knochen frei. Die richtigen Kerle unter uns hätten das auch alles rausgezogen, aber auf welche Kosten? Meistens reißt etwas ein. So, wenn man das hat, habe ich mir zum Beispiel hier einen Rübenzieher organisiert, den habe ich mir selber geschweißt. Im Englischen sagt man dazu Tail Stripper. Den tue ich jetzt in den Knochen. Sieht so aus. Ziehe den straff. Halte den ordentlich fest. Nehme ein bisschen Späne. Halte die Rübe fest, dass mir die nicht abreißt. Und ziehe einmal kräftig. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann haben wir den Schwanz komplett erhalten. Keine Knochen drinne und man hat eine vernünftige Waschbärlunte. So, dann geht es weiter. Immer schön schneiden. So, und jetzt kann man ziehen. Man sieht, hier ist die Kugel gewesen. Sieht alles halb so schlimm aus. Hier sieht man wieder ganz schön, hier ist die Haut. Hier ist der Raum, wo man schneiden kann. Und hier ist das Tier. So, weil es wieder rutschig ist, nehme ich ein bisschen Buchenspäne, streiche die ein, dann habe ich einen besseren Griff, kann stärker ziehen. Ihr erinnert euch, wir hatten vorne die Läufe bis zum Bauch aufgeschnitten. Das kommt uns jetzt zugute. Man sieht hier, hier ist der Oberarm. Da drücken wir jetzt hier in die Armbeuge hinein. Haben die Armbeuge hier. Hier unten ist der Lauf. Und jetzt ziehen wir. Und ihr seht, hier ist wieder die Pfote. Wie bei den Hinterläufen kann man das jetzt hier schön straff halten. Kann schneiden. Wenn man natürlich keine Läufe an dem Balk haben möchte, könnte man hier einmal abschneiden. Der eine sagt, er braucht die Läufe, der andere sagt, er verzichtet drauf. Das kann jeder machen, wie er möchte. So, ich nehme hier wieder mein kurzes Messer. Eins. Da muss man natürlich aufpassen, dass man, wenn man den Knochen durchschneidet, ist natürlich Kraft hinter, dass man sich damit selber nicht sticht. Einfach aufpassen. So, letzter Knochen. Ne? Einfach auf dem Knochen bleiben und das Messer ein bisschen anwinkeln. Dann rutscht das durch die Gelenke durch. Das war das erste Bein oder der erste Lauf. Jetzt sieht man hier schon, hier ist der Lauf. Jetzt schneiden wir wieder entlang dieser Kante. Hier sehen wir, der Unterarm
Hier ist die Armbeuge, wenn man das so sagen kann. Und jetzt ziehen wir wieder kräftig. Wenn es nicht geht, einfach schneiden. Man kann den ganzen Waschbären auch abziehen, ohne einmal zu ziehen. Dauert eine Länge, aber wenn man keine Kraft hat, kann man das so machen. Hier sind wieder die ganzen Sehnen. Die schneiden wir durch. Na, Waschbär. So, ich versuche, genau. Ich halte das Messer auf den Knochen und suche das Gelenk und das Messer schneidet in der Regel dort hindurch. So, das waren alle vier Läufe. Das war es dann jetzt auch gleich schon. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Hier kommt gleich der Kopf. Da haben wir die Augen, da haben wir die Ohren und die Nase. Die wir natürlich erhalten wollen. So, ich nehme mal ein anderes Messer. So, hier ist der Hals. Wenn man jetzt guckt, man sieht, das ist der Waschbärkopf. Das ist die Stirn, hier ist die Nase und hier sind die Augen. Hier oben sind die Ohren. Nimmt hier ein scharfes Messer und schneidet die Ohren durch. Zack. Hier seht ihr, hier ist der Gehörgang. Durchschneiden. So. Jetzt muss man schön aufpassen, damit man keine sogenannten Großmutterohren Augen kriegt. Das sind zu groß ausgeschnittene Ohren, Augen. Genau hier ist das Auge. Auf der anderen Seite auch. Man sieht das so ein bisschen. Man nimmt jetzt das Messer und versucht genau auf dem Auge das aufzuschneiden. Jetzt haben wir die Augenlider dran und das Auge ist heile. Und man hat nachher am Fell ein perfektes, abgezogenes Fell. Jetzt ist es noch ganz einfach. Einfach ringsrum schneiden. Jetzt halten die Lefzen noch ein bisschen fest. Ringsrum schneiden. Der Waschbär. Nochmal umdrehen. Und immer auf Spannung halten. So, jetzt nimmt man die Finger oder den einen Finger, tut ihn durch die Lefze. Auf der anderen Seite durch. Jetzt hat man wieder ordentlichen Griff. Jetzt kann man schön links und rechts schneiden. Hier kommt jetzt der Nasenknorpel. Aufpassen, die Finger sind da drunter. Wenn man scharfe Messer hat, sind die auch schnell im Finger. Zack. Jetzt sind die Lippen dran. Die Nase ist dran. Und hier unten macht man Folgendes. Man nimmt sich ein bisschen Späne und zieht einmal. Man sieht, Lippen dran. Nase dran, Augen dran, alles dran. Klappt nicht immer so. Wir geben uns aber größte Mühe, das hundertprozentig abzuziehen. Aber es kann mal passieren, dass ein Waschbär wirklich eine Narbe hatte. Wir ziehen und diese Narbe wieder aufreißt. Wir machen keine Fehler absichtlich. Wir machen natürlich manchmal Fehler. Das ist wirklich wahnsinniges Handwerk. Ganz schwer dafür Leute zu finden, die diese Arbeit machen wollen. Das ist jetzt noch ein Waschbär, der wirklich gut aussieht. Aber manchmal kriegen wir halt Waschbären, wo das ganze Leben hier liegt. Und das ist dann auch wirklich unschön. Und wenn ich Leute vom Arbeitsamt bekomme, die bei uns arbeiten wollen, die rennen raus, sobald sie irgendwie Schweiß sehen. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, wir haben jetzt zum Beispiel den Waschbären.
Der ist jetzt in einem sogenannten Schlauch abgezogen. Der ist rund. Gerben wir auch. Müsst ihr auf den Gerbauftrag extra vermerken. Kostet ein paar Euro mehr. Müsst ihr auf der Internetseite gucken. Aber wenn ihr das nicht haben wollt, legt ihr den Waschbär schön vor euch hin. Na, das ist jetzt die Bauchseite. Dann nimmt man ein scharfes Messer, schneidet genau auf der Bauchlinie. Man sieht genau hier, hier sind die beiden Hoden und hier ist der Bauchnabel, beziehungsweise war hier der Penis, und schneidet hoch in einer geraden Linie bis zum Kinn. Ich zeige euch das. Sieht ungefähr so aus. So, hier habe ich zum Beispiel vorne ein Loch eingeschnitten, das kann ich jetzt verbinden. Jetzt gehe ich hier am Brustkorb entlang, hoch bis zum Kopf. Hier ist die Lippe, die Unterlippe, und schneide einmal gerade durch. Dann nicht vergessen, die Läufe aufschneiden. Und dann haben wir ein klassisches Waschbärfell. Sieht ungefähr so aus, ist ein wahnsinnig großer Waschbärrüde. Und so sieht das aus. Kein Hexenwerk, braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Übung. Aber man verwertet was, man hat wirklich was Nachhaltiges getan. Man buddelt sie nicht ein. Und ja. Gerold, Fragen? Willst du den nächsten machen? Mich persönlich würde interessieren, du trägst gar keinen Mundschutz? Ich persönlich trage keinen Mundschutz beim Abziehen. Muss jeder mit sich selber ausdiskutieren. Die Gefahr des Fuchsbandwurms ist definitiv da. Es gibt aber in meinen Augen auch andere Krankheiten. Und ich persönlich setze keinen auf. Okay. Viele fragen mich immer noch, Mensch, wenn du jetzt so einen Waschbären abgezogen hast oder ich dir ein Paket geschickt habe, wie sortierst du die Felle zu? Ganz einfach, wir haben Plastiknummern, die sind wiederverwendbar. Mit einer einmalig vergebenen Nummer, in diesem Fall ist es die 2716. Die wird auf dem Gerbauftrag aufgeschrieben, den ihr zum Beispiel ausgefüllt habt und zukommen lassen habt. Oder ich schreibe einen Gerbauftrag neu. Dann haben wir hier zwei Industriekabelbinder, die wirklich pro Stück 18 Kilo halten. Und die kommen jetzt zum Beispiel beim Waschbären durchs Auge. Dann wird der Kabelbinder zugezogen und der ist fest. Der ist wirklich fest. Und dieser Kabelbinder mit der Nummer wird erst wieder aufgetrennt, sobald dein Fell in das Paket geht. Und so versuchen wir zu garantieren, dass keine Verwechslungen vorkommen. Manchmal ist es halt, dass ein Auge ausreißt. Aber ich sage mal, bei 100 Fällen ist vielleicht ein Fell dabei, wo sowas mal passiert. Aber wir können die in der Regel immer wieder zurücksortieren. Anhand des Schusses zum Beispiel. Genau, so sieht das aus. Ordentlicher, starker Waschbärrüde. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wenn Fragen sind, meldet euch. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich persönlich fand es mega informativ, habe auch ein bisschen was gelernt. Christopher, vielen, vielen Dank an der Stelle. Danke für die Einladung. Immer gerne. Und ja, wenn ihr auch Interesse habt, eure Bälge, Felle, Pelze, Schwaden, alles. Schwaden gerben zu lassen, blende ich hier unten nochmal die Internetadresse von Christopher ein. Und ja, schickt eure Felle hin, packt einen Gerbeauftrag mit ins Paket und lasst euch von seiner Arbeit begeistern. Wenn Fragen sind, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr in der Nähe seid, zu den Öffnungszeiten, kommt vorbei oder vielleicht auch samstags nach Vereinbarung. Einfach vorher anrufen, vorbeikommen, überzeugt euch von dem, was wir machen. Es ist wirklich ein regionales, nachhaltiges Produkt und es hat einen Sinn. Ne? Man kann halt was draus machen. Wir sind zum Beispiel momentan dabei, auch Köpfe abzukochen und vor allem auch Kissen aus den Fellen zu nehmen. Ist ein bisschen schwierig, sind wir noch nicht so hundertprozentig weit. Aber wir sind am Ball. Einfach die Seite verfolgen bei den Hunter Brothers oder bei uns auf Facebook, Instagram. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Haut rein. Dankeschön. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar Tipps für alle diejenigen, die sich mal ein Fell gerben lassen wollen. Zunächst sollte man wissen, dass Felle von etwa Mitte November bis Anfang März die beste Qualität haben.
Am besten lassen sich Bälge, Schwarten, Pelze oder was auch immer abziehen, wenn die Stücke noch warm sind, also direkt nach der Erlegung. Danach sollte das Fell gründlich auskühlen, ehe man es einfriert. Tiefgefroren kann man diesen nachhaltigen Rohstoff dann problemlos versenden, wenn man ihn tropfdicht in einem Karton verpackt hat. An der Stelle ist es allerdings wichtig, dass man mit in den Karton den ausgefüllten Gerberauftrag legt, damit der Gerber das Fell sauber zuordnen kann. Anderenfalls ist es möglich, dass das Fell bei den über 50 Arbeitsgängen, die der Gerber mit dem Fell vollziehen muss, vertauscht wird. Ihr seht also, dass wir Jäger ohne größere Schwierigkeiten Bälge verwerten können und das sollten wir auch tun. Wir jedenfalls versuchen, alle verwertbaren Bälge zu nutzen.